Evoli, was ist los? Du musst keine Angst mehr haben. Wir sind doch weg von dem. Meine Güte. Gott, es ist so niedlich. Komm, ich will, dass du noch ein zweites Mal. Mann! Okay, dann nevermind. Konnte man nicht auch irgendwie die Frisuren ändern von denen? Oh, warte mal. Das ging. Ich weiß nur nicht mehr, wie. Warte. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir können auf jeden Fall nicht weiter hoch in den Turm. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal raus. Die Musik. Ah, wisst ihr was? Ihr habt ja trotzdem Sound. Ich habe meinen Sound mal kurz ausgemacht. So. Wo müssen wir hin? Ah, hier hin. Okay, nevermind. Ah, jetzt können wir laut machen. Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia. Und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genauer, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Tragosso und liefern es im Versteck ab. Glänzende Idee, James. Also auf ins Rocket Gamer Paradies in Prismania City. Danke, dass ihr das auch direkt sagt. Super, ich weiß direkt, wo ihr seid. Sehr schön. Aber natürlich, mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringen dich hin, also komm brav mit, in Ordnung? Um Gottes Willen. Hallöchen, Carlos. Abgemacht, dann nichts wie los. Na super. Na. Oh nein, das ist ja schrecklich. Oh Junge. Hast du das gerade auch gesehen? Team Rocket hat einfach so das arme kleine Tragosso mitgeschleift. Offenbar wollen sie nach Prismania City. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Um Gottes Willen. Ah, jetzt kann ich wieder laut machen. Okay, hier ist schon mal nichts. Ich hätte jetzt ernsthaft gedacht, hier wäre irgendwas bei diesem Ding hier, aber naja. Oh Leute, ihr seid so fies. Na super. Hab ich, ja gut, es geht. Quizfrage, welches Pokémon ist zugleich süß, rund und kuschelig? Pummeluff. Würde ich jetzt behaupten. Pummeluff. Pipi! Von mir aus auch das. Ich... Evoli dreht richtig auf. Jo. One-Shot. Süß, rund und kuschelig. Eindeutig Carlos. Plus bärtig. Leute. Reicht Level 33. Sehr schön. Das trägt mir zu kuschelig. Was ist denn mit euch, ey? Sei nicht so grob zu meinem Pipi. Hallo, du hast mich herausgefordert. Jo. Jetzt mal gucken, was es hier für Pokémon gibt. Bestimmt gute, oder? Hä, Tauboga. Nee, warte, das ist Tauboss, oder? Ja, das ist Tauboss. Und Abra. Abra habe ich aber schon. Komm, ran da, Amanda. Vulona. Vulnona.
Ich habe immer Vulona gelesen und nicht Vulnona. Okay, Vulnona. Alles klar. Never mind. Ich gebe dir jetzt trotzdem erstmal eine schöne, saftige Himbeere. Kannst du sie dann bitte Amanda nennen? Carlos, kauf es dir doch. Tja, Kumpel. Hallo. Nach da. Alter. Nach da. Danke. Amanda. Oh, Vulnona, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hab's schon runtergestraubt auf 7000, also bitte. Okay, sie muss Amanda heißen. Es tut mir leid, Vulnona. Es tut mir so leid. Warte. Vulnona tut's auch leid. Welches Pokémon sollte ich denn sonst Amanda nennen? Okay. So. Der Witz war zu hoch für Aki. Was? Hallöchen, Dogri. Hä? So, okay, wir haben jetzt eine Amanda im Team. So viel zum Thema Komranda Amanda. Oh, oh nein, jetzt bin ich auch noch... Aha, Mädel, wenn ich greifen. Also nicht in Ruhe. Ass-Trainer Karen. Ay, moin, so eine richtige Karen, Alter. Das ist so eine richtige Karen, ich sag's euch. Sollte ich irgendwann mal ein Buch schreiben, werde ich so eine richtige Karen mit einbauen. Ich sag's euch. Das musst du jetzt jedes Mal sagen, wenn du sie benutzt, aber definitiv. Gunther. Aki setzt Amanda ein. Komm ran da, Amanda! Karen in Sicht, ja, Mann. So eine richtige Karen ist das. Das Problem ist, Vulnona, also Amanda, ist kein Pokémon, was ich jetzt direkt mitnehmen würde, Leute, ne? Ihr müsst das bei einem Pokémon machen, was in meinem Team ist, was ich die ganze Zeit mitnehme. Da müsst ihr das machen. Also ihr könnt auch Amanda nochmal nehmen, ne? Also prinzipiell. Ihr könnt auch jedes meiner Pokémon Günther nennen. Bitte nicht. Wenn ich ein Macholo habe, nennt es doch einfach Günther. Wie Carlos das direkt gesagt hat. Macholo ist einfach so Günther. Mm-mm. Abra wäre kein Gunther. Abra wäre so ein... So irgendein Name für so ein richtig weises, altes Vieh. Just saying. Ich würde Macholo nehmen. An eure Stelle. Aber sehr schön, wenn Light seine ganzen Punkte ausgibt. Au. Da kann er nicht mehr für I Wanna Be The Guy spenden. Sehr gut. Auch nicht weiter.
Carlos, mal so eine Frage nebenbei. Ich weiß nicht, mein Freund hat mir eben geschrieben, der macht heute länger. Dementsprechend werde ich vermutlich bis, keine Ahnung, 18 Uhr oder so streamen. Das heißt, ich werde eventuell heute schon Apollo bekommen. Hättest du nachher spontan ganz kurz Zeit zu tauschen mit mir, damit ich meinen scheiß Gengar bekomme, weil ich möchte ein verdammtes Gengar haben. Hättest du nachher ganz kurz Zeit, nur dafür. Bitte. Ich bitte drum. Bitte. Bitte. Und das Gengar dürft ihr nicht benennen. Das verbiete ich euch. Das dürft ihr nicht benennen. Carlos. Aber okay. Ist okay. Das aus dem Haus, das klingt gruselig. Ja, ne? Aber das Ding ist, das mache ich nachher auch noch. Ich muss nachher noch einkaufen. Ich muss noch in Rossmann. Ich muss die Zahnpasta holen, die mir mein Zahnarzt verschrieben hat. Also die er mir mitgegeben hat, weil ich habe ja nur so kleine Pröbchen bekommen. Und ich muss noch Milch kaufen. Ich muss noch Katzenfutter kaufen. Heute Abend vielleicht. Ja, okay. Vielleicht machen wir das offscreen. Einfach. Okay, hier ist nichts, aber dort war was. Jo. 7 Sananabären. Geil. Der sieht so gruselig aus, ne? Das gibt's nicht. Der sieht einfach aus wie so ein richtiger Pokemaniac. Nur noch schlimmer. So ein richtiger Pokemaniac, Alter. Ich gehe zu eins anderen Haushalt auf die Terrasse und bin vor der Ausgangssperre daheim. Ay, moin. Theoretischerweise wisst ihr, was ich an der Ausgangssperre sehr, sehr gruselig finde. Ihr könnt theoretischerweise, meine Eltern wohnen 250 Kilometer entfernt, ich könnte theoretischerweise 250 Kilometer zu meinen Eltern fahren, aber nach 21 Uhr darf ich nicht mehr nach Hause mit dem Auto fahren, ich darf aber nach Hause joggen. Just saying, ich darf nach Hause joggen. Wollte ich nur mal erwähnen. Das ist ein bisschen, naja... Was? Warum? Ja, zu denen darf ich jetzt auch hinfahren, muss dann aber heim joggen nach 22 Uhr, oder? War es nicht nach 21 Uhr? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall darfst du nach einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr nach Hause fahren, sondern joggen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn dich ein Polizist anhalten würde und du sagen würdest, ich bin vor 22 Uhr losgefahren, wohne 250 Kilometer weit entfernt. Soll ich nach Hause joggen oder darf ich bitte fahren? Dann würde der direkt sagen, okay, du darfst fahren. Ich glaube, jeder Polizist wäre da tolerant. Weil das ein bisschen, ich möchte es nicht sagen, aber es ist ein bisschen dämlich. Also es tut mir leid, aber das ist da auch schon ein bisschen, naja... Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit Übernachtungen ist. Dürfte ich ein Wochenende bei meinen Eltern übernachten? Nö, der Kind an dein Auto, du musst joggen. Dann würde ich, glaube ich, den Polizist verklagen. Weil das steht so nicht in der Vereinbarung drin, dass der mein Auto killen darf. Mein Yoshi wird nicht gekillt. Aha, da steht schon wieder einer, der will kämpfen. Mann, warum wird denn alle immer kämpfen? Was ist denn mit euch? Oh Gott, da steht ja noch einer. Übernachtung, eine gute Frage. Ja klar, kann dir ja keiner verbieten im Privatbereich. Denke ich tatsächlich auch. Okay, weil meine Eltern haben so einen Nachbarn, der würde direkt alles stehen und liegen lassen und die Polizei anrufen. Die haben so einen Nachbarn. Es ist so ein richtiger Karen-Nachbarn, Alter. Gut zu wissen, wenn ich irgendwie übernachte... Wobei mich das eh nicht interessiert, wenn ich irgendwo übernachten will, mache ich das. Ja, genau. Genau das denke ich mir nämlich auch, weil wenn man irgendwo übernachtet, dann übernachtet man doch bei einem Kumpel, einer Freundin, die man eh jeden zweiten Tag sieht. Oder bei den halt Familienmitgliedern, die man auch jeden zweiten Tag sieht, gefühlt. Also ich übernachte doch nicht bei wildfremden Personen, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Außer jetzt ist es Mimi, aber generell... Ich weiß, dass Mimi negativ ist, ich weiß, dass ich negativ bin, dementsprechend... Obwohl, ich habe noch nie einen Corona-Test gemacht, aber...
Ich glaube nicht, dass ich mich angesteckt habe. Glaube ich eher weniger. Wenn, dann frage ich mich, wo. Nein, ich habe keinen Flackerbrand mehr. Ah! Mist. Eine Person und einen weiteren Haushalt ist erlaubt. Ja, gut, okay. Ausgangssperre heißt nur, darfst nicht raus. Na, Mimi, habe ich Friendzone. Drachenwut! Drachenwut! Her damit! Her mit der Drachenwut! Wuhu, Carlos! Wuhu! Ich bin tatsächlich immer noch so, ich lasse mich noch nicht impfen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich... Ne, noch nicht. Ich lasse anderen Leuten den Vorrang. Ich hab's nicht so nötig. Ich lasse wirklich anderen Leuten, die sich unbedingt impfen lassen möchten, den Vorrang, weil ich möchte mich nicht so unbedingt impfen lassen, aber andere möchten sich so unbedingt impfen lassen. Dementsprechend lasse ich diesen Leuten den Vorrang. Also beispielsweise Carlos. Mm. Auf der Arbeit von mir haben sich auch fast alle impfen lassen. Ja, ich weiß, ich weiß. Das Ding ist, wie gesagt, ich lasse anderen erstmal den Vorrang. Also besser als nicht größer als. Ja, das war mir schon klar. So. Meine Schwester hatte ja tatsächlich Corona. Und sie hat jetzt so viele Antikörper entwickelt, dass sie als geimpfte Person zählt. Just saying. Ja, ach so, jeder selbst entscheiden. Ich judge da nicht. Ich kann das leider nicht so gut aussprechen. Tut mir leid, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, leid. Das Ding ist, im Coding-Bereich heißt das tatsächlich größer als. Aber man kann es prinzipiell in der Aussprache auch als besser als bezeichnen. Dementsprechend, wenn man jetzt nicht gerade codet, dann kann man das auch als besser als bezeichnen. Ich chatte nur, wenn jemand Anti-Impf-Propaganda verbreitet. Ja, wie gesagt, ich möchte erstmal komplett abwarten. Aber Leute, ich möchte das Thema nicht in meinem Stream haben übrigens, ne? Das Thema bitte auf Discord verschieben, nicht in meinem Stream. Ich mag das nicht. Das hier ist ein Stream, wo man von der, ich sag mal, wo man von Corona mal ein bisschen abschalten kann. Nein! Hör doch auf, dort was zu finden! Mann, ist das dein Ernst? Oh, ja gut, okay. Da kommen wir gleich wieder hin. Warte kurz. Hier, find's nochmal. Danke. Du hast nichts gefunden. Ernsthaft jetzt. Gutexo ist ganz unbeschwert. Oh, süß. Ich glaube, Gutexo mag mich. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon. Willst du da auch mitmachen? Ich möchte ja nichts sagen, aber irgendwo ist das auch ein bisschen... Naja. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Pokémon. Die hatten nicht mal Pokémon draußen. Was haben die sich wirklich gezeigt? Brudi. So. Hallöchen, Pikachu. Du kriegst erstmal eine fette Verbrennung. Oh. Oder so. Das rote Rockstar, sage ich schon. Das rote Red Bull ist wirklich rot.
Okay, wenn ich einen Pummeluff habe, werde ich Svoldi nennen. Warte mal ganz kurz, ich muss mir das aufschreiben. Wo sind meine Notizbücher? Hab ich den gepackt? Ah, hier. Wartet. Ich muss mir das aufschreiben. Habe ich hier noch irgendeine leere Seite? Ja, hier hinten. Nein. Weg. Sehr schön. Stift. War noch Stift? Hummeluff. Gleich. Nein. Woll die. Meine Güte. So. Woldi, danke für deinen Host. Dankeschön. Ich glaube, das ist... Ist das Französisch? Wegen dem ersten Wort. Ich kann es nicht aussprechen. I'm sorry. In einem Jahr sagt man bestimmt schon LehrerInnen. LehrerIn, so rum. Ja, ganz ehrlich, man sagt jetzt schon LehrerInnen oder LehrerIn. Das sagt man jetzt schon und das ist auch okay so, finde ich. Na, Leute! Ennis, das Evoli wird nicht benannt und mein Gengar später auch nicht. Die beiden werden nicht benannt. Nein. no. No, sorry. Ich kann kein Englisch oder Spanisch oder sonst irgendwas. Ah! Das ist schrecklich. Ich wusste das ja schon. Ja, Mann. Unterführung verbindet Prismania City mit Lavandia. Was? Wo sind wir bitte? Wait a second. Wo sind wir? Hier ist ein Tunnel von dort nach... Ah, safe. Bestimmt nach dort. Nee. Nach. Einfach nur hier. Es ist... Wow. Das war Französisch. Ah, das war Französisch. Ich wollte mal Französisch lernen. Ich kann euch doch direkt sagen, warum. Weil Wakfu auf Französisch ist. Klar, es gibt es auch auf Deutsch, aber Wakfu kommt halt aus Frankreich. Und ich wollte damals Wakfu in der Original-Dingens sehen. Dann habe ich mich einmal in den Französischunterricht gesetzt und habe direkt gesagt, nein, kann doch vergessen. In der Nähe von Prismania City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet. Relaxo! Und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. Relaxo! Ich habe doch schon Nein gesagt, also ich habe No gesagt. Nee, ich will auch niemals Französisch lernen. Obwohl vielleicht irgendwann mal. Wenn ich mal Zeit dafür habe. Aber erstmal würde ich Englisch lernen. Hier war doch gerade was. Ja, komm. Nein, ich will nicht mit dir reden. Schnüffelt am Boden. Alles klärchen. Hier war doch gerade was. Nein, ich will nicht mit dir reden. Aha, Nugget. Spanisch ist, glaube ich, genauso schlimm wie Französisch. I'm sorry.
Aber ohne Mist, ne, ich respektiere jeden, der nach Deutschland kommt und freiwillig Deutsch lernen möchte. Ich respektiere jeden. Ich meine, unser Zahlensystem, okay, unser Zahlensystem ist nicht schlimmer als das von halt aus Frankreich, ne? Das französische Zahlensystem ist noch schlimmer. Ab der Zahl 69 in Frankreich wird es ernsthaft mathematisch und 69 wird sportlich. So, auf jeden Fall, wir sind halt aber auch so 72. Warum sagen wir die 2 zuerst und nicht die 7? Jede andere Sprache 7 und 2. Außer Frankreich, da ist es halt so 60 plus 12. Und irgendwann wird es richtig mathematisch. Versuch mal Finnisch zu lernen, das kannst du sowas von vergessen. Ich bin froh, wenn ich irgendwann mit Englisch kann. Ja, komm. Nein, Evoli. Yes, danke. Endlich. Garage? Was? Okay, Lord Wally. Gesundheit. Viel einfacher als Französisch, okay. Wenn es doch nur die Möglichkeit gäbe, nicht anständig zu bleiben. Die, Oh Leute, bitte, bitte schreibt einfach nicht auf Französisch. Dankeschön. Und auch nicht auf Finnisch. Aber Carlos hat generell so ein bisschen mit Sprachen, habe ich das Gefühl. Hier war doch gerade noch was. Ah. Ah nee, doch nicht. Ja, das ist wiederum wahr, Carlos. Das ist wiederum wahr. Stimmt ja, du bist ja Sprachwissenschaftler. Das wäre auch so ein Beruf, für den ich mich interessieren würde, aber ich kann halt einfach überhaupt nicht mit Sprachen, Alter. Das kannst du vergessen, Mann. Also doch schon, ich mag Sprachen, ja, aber... sie zu lernen? Nein. Das Einkaufscenter von Prismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dorthin? Nö. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, ja gut, okay. Ach, da wären wir sowieso nicht lang gekommen wegen Sophronia City. Okay, aber ich glaube, der eine Dude wollte dort noch. Mir reicht der Job dran. Also, wenn das wirklich ein richtiger Job ist, würde ich den auch nehmen. So ist es nicht, ne? Zu treuen wäre bestimmt ein richtig toller Job. Bester Screen überhaupt. Das wäre voll der geile Ladescreen, oder? Das sah gerade richtig toll aus. Leute! Du willst bestimmt noch kämpfen, oder? Ja, sag ich doch. Bis demnächst wieder schon reingehauen. Alles klärchen. Tüdelü, Carlos. Hau nicht zu viel rein. Das tut weh. Das ist so ein gruseliger Dude. Oh nein, bei Magnetino muss ich schon wieder an das Meme denken, wo das Mädel auf Magnetino sitzt. Ah, nein, lass das. Ich mag das nicht. Ich hasse dieses Meme. Das ist schrecklich. Es hat Magnetino komplett versammelt, Mann. Schreckliches Meme. Schreckliches Meme. Nur noch schrecklich. Das ist ein Pokémon versaut, Alter. So. Obwohl, warte mal. Wir versuchen mal durchzugehen. Wer weiß. Ich glaube zwar eh nicht, dass wir durchkommen, aber naja.
Wenn ich meine Arbeit doch nicht immer so ernst nehmen würde. Ich habe solch einen Durst, aber ich kann hier nicht weggrummeln. Jetzt eine Tasse Tee, das wär's. Halt, hier darf im Moment niemand durch. Okay, alles klar. Nevermind. Was hast du nur gegen Magnetino? An die 1000 Anime-Crushes, auch Aki hat mir Magnetino versaut. Es hat mir generell Pokémon versaut, Alter. Es gibt so viele Facts über Pokémon, ne, was mir Pokémon einfach komplett versaut. I mean, hallo? Alter. Echt nett. Und 1000 Anime-Crush? Das ist ein bisschen untertrieben, Kumpel. Das ist echt ein bisschen untertrieben. Ich habe Pokémon in meiner Kindheit geschaut. Pokémon ist meine Kindheit. Pokémon ist für mich einfach eine Kinderserie. Und dann gibt es das Bild. Das ist einfach nur schrecklich. Es tut mir leid. Untertrieben? Es sind 1001? Nein, Mann, es sind über eine Milliarde. Wenn schon, denn schon. Kutexo hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine Nanabeere. Nanabeere. Nicht Nanabeere, sondern Nanabeere. Evoli ist vergnügt und voller Vorfreude auf alles, was kommt. Oh, süß. Es tut mir ja leid, ich kenne deine Crushs nicht alle persönlich. Na, sorry. Ist da oben das, was ich denke, was es ist? Was? Jetzt das Pummeluff weg. Da war ein Pummeluff! Oh, warte. Warte, wir warten hier auf den Pummeluff. Habe ich nicht sogar schon einen Pummeluff? Ich bin mir nicht sicher. Warte, ich guck mal ganz kurz, ob ich einen Pummeluff habe. Da hinten war sonst noch ein Pummeluff. Nee, ich habe einen Pipi und einen Scharnierer. Doch, hier, ich habe Pummeluff. Nee, warte mal. Wir holen dir ein starkes Pummeluff, weil die hier sind safe stärker. Wir warten hier auf den Pummeluff. Warte kurz. Pummeluff! 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 Hahaha! Das ist ein stärkeres Pummeluff. Wette ich mit dir. Es ist weiblich. Möchtest du ein weibliches Pummeluff oder ein männliches? Soll es weiblich oder männlich sein? Ansonsten würde ich das jetzt gehen lassen. Ich fange es erstmal. Gib wenigstens Punkte. Ah, Mensch. Das Geschlecht ist egal. Ah, okay. Großartig sogar. Das ist dein Pummeluff. In einem Superball sogar. Nein! Nein, du singst nicht. Nicht singen, nicht singen. Bitte nicht. Ich möchte nicht einschlafen und angekritzelt werden. Hallo? Nein! Es ist geflüchtet. Okay, wir warten auf noch einen Pummeluff. Pummeluff, Pummeluff, Pummeluff. Das Zielen in diesem Spiel ist generell Cancer, ich sag's euch. Gott, ey. Yes, sehr schön. So, ab in die Pokémon-Box. Das ist jetzt Voidi. So, wir haben ein Voidi. Sehr schön. Dann kann ich das ja eigentlich auch schon direkt streichen. Warte kurz. Perfekt. Haben wir durchgestrichen. Alter, Radikal, geh weg. Ich möchte dich nicht.
I am the Karl, I am the Radikal, sorry. Elixier, danke schön. Hey du da, lass mal hören, wie viele Arena-Orden du schon gesammelt hast. Und wie viele hast du? Vielleicht null? Raichu! Ich habe auch irgendwann einen Raichu. Light wird sich irgendwann weiterentwickeln. Wenn ich einen Donnerstein finde. Welche Weiterentwicklungen gibt es in diesem Spiel von Evoli? Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, welche Evoli-Entwicklungen es in der ersten Staffel gab. Ich glaube, Evoli, Nachtara, Blitzer und Flamara waren es. Falls ja, möchte ich Nachtara haben. Weil Nachtara einfach toll ist, aber ich will ein Shiny Nachtara haben. Kann man ein Shiny Nachtara haben? Wenn man ein Shiny Evoli weiterentwickelt, kann man dann ein Shiny Nachtara haben? Just saying, wollte ich nur mal fragen. Weil dann würde ich mir ein Shiny Nachtara gönnen. Egal wie, irgendwie. Hallo? Aua. Ja, ist dann auch Shiny, yes. Evoli muss man doch irgendwo fangen können, oder? Kann man irgendwo Evoli fangen in diesem Spiel? Bestimmt. Hoffentlich. Europe, Alter. Risikotackle. Let's go. Nein, warte. Nein, Mist. Ah, Evoli, du wirst sterben. I'm sorry. Oh Gott, bitte nicht. Nein. Mein Name ist Evoli. Oh, Level 24. Du bist viel stärker als erwartet. Ja, Mensch. Wie viele Arena-Orden hast denn du? Hm? 2? 1? 0? Bestimmt. Ich habe 3 Mädel. 3. Ganze 3. Bitte. Jetzt hat's Angst. So. Supertrank. So, ich möchte demnächst übrigens mal ein bisschen mehr mit meinem Glutexo kämpfen. Just saying. Wir müssen auch irgendwann mal gucken, welche 6 Pokémon wir generell mitnehmen und leveln werden. Also, ich würde ja sagen... Ja, ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck später auf jeden Fall mal. Hier ist noch irgendein Pokémon. Ich weiß noch nicht, welches es war. Ah, nee. Weg. Schnell weg hier. Hi, ich würde gerne gegen dich kämpfen. Wer ist mit etwas Musik? Dieses Stück heißt Pokémon-Kampf. Was zur Hölle? Dahin. Schnell weg, alles Lärchen. Ach so, nee, das hast du gesagt wegen Dingens, ne? Wegen dem, Radikal. Oh! Kann bitte jemand Radikal Karl nennen? Bitte. Es wäre einfach. I'm sorry, aber Radikal Karl. Das ist. Ich habe. Mein Evoli. Evoli, genau. Mein Glutexus hat sich wirklich an einem Porenta verreckt, oder? Wow. Wir beleben es wieder. Und werden es wieder einsetzen. Nee, das ist mir noch zu wenig. Wir werden das jetzt mit Evoli weghauen und dann gleich für das nächste Pokémon Glutexo einsetzen.
Ah, Mist. Risikotackle. Weg ist das. Sehr schön. Knuddeluft. Blutexo. Komm ran da, Amanda. Wir kriegen das hin, Blutexo. Wir kriegen das hin, Kumpel. Let's go. Oh, Knuddeluft ist aber auch so süß. Drachenblut. Nein, keine Wirkung. Mist. Oh, wehe. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Glutexo, oder? Wir beten dafür, dass Glutexo aufwacht, weil es mich liebt. Na, Mist. Hi, Alter. Boing, 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 batusch. Junge, was? Aua. Kumpel. What the heck? Au. Liebe versagt, ja, Mann. Evoli wäre aufgewacht. Also bitte. Gleich wieder. Boing, boing, boing. In dein Gesicht. Ja, Mann. Aua. Kumpel. Ja, Glut. Dein Gesicht. Ja, moin. Ha, verfehlt. Kratzfurie. Das bringt nicht wirklich viel. Fünfmal getroffen, immerhin. Noch ein Versuch. Solange wie es mich verfehlt. Sehr gerne. Nein! Nein! Au, 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 au! Ah! Ah! Glutexo! Alter! Das ist na. Knuddeluff, Alter, ich mag dich nicht. Au! Ich mag Fassade nicht, ey. Risikotackle, let's go. Dein Gesicht. Alter. 455 Erfahrungspunkte. Ja! Endlich. Danke, Glutexo. Ja! Was für eine wundervolle Melodie, Alter. Dein Knuddeluff hat was auf dem Kasten, Kumpel. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du das hier von mir. Ja, danke. Fassade, cool. Jo. Das möchte ich unbedingt erlernen. Hallöchen, Wiss. Viel Spaß im Lurk. Danke, dass du da bist. So. Was steht da drauf? Prismania City, die Stadt der Regenbogenträume. Das hört sich ein bisschen traurig an. Da ist ein... Nein, erstmal hier hinein. Rein da. So. Ja, bitte. Ich finde das so süß, dass sie jedes Mal so ein Scharnierer dort haben. Sehr gerne, hoffe dir, euch geht es gut und viel Vergnügen. Mir geht's super. Mir geht's super gut. Die deutsche Arbeit heute war auch dezent einfach. Aber mit diesem Fion-Modell, da ist es auch generell einfach. So. Die Pokeflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Den Ton. Der Ton schreckt sie auf. Alles klärchen. Sie starrt mir in die Seele. Sie starrt mir schon wieder in die Seele. Ich habe so Angst vor denen, ey. Die sind so gruselig. Madame Prismania, grüß dich, junge Dame. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf zukünftige Begegnungen gewähren kann. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für exakt 10.000... Das kannst du vergessen. Eine Prüfung ist es ja Gott sei Dank nicht gewesen.
Na, so eine Zwischenarbeit. So einen Online-Gedöns. Es ist schrecklich. Ich habe gar keinen Präsenzunterricht mehr. Wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht mehr. Was ich echt doof finde. Du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Habe ich definitiv im Pokémon-Turm gehabt. Ich mag den Pokémon-Turm nicht. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich jetzt deinem Partner beibringen kann. Soll ich deinem Evoli eine... Nein. Nein, ich bin zufrieden mit meinem Evoli. Das. Schön, mich jetzt... Ich bin aus Alola hergekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Vulpix zu sammeln wie möglich. Hast du dich zu viel... Ja, bitte, lass uns tauschen, bitte. Welches von den 10 Millionen kriegt er denn? Oh, komm, du kriegst das hier. Irgendeins. Wir kriegen Alola Vulpix. Es ist das beste Alola-Pokémon. Ich sag's euch. Ich liebe Alola-Vulpix. Das sieht so süß aus. Noch ist es so niedlich. Ist das niedlich? Oh. Das ist so süß. Im Unterschied zu ihren Artgenossen aus Kanto gehören Vulpix in der Alola-Form übrigens zum dem Typ Eis an. Welches Level hat das Vulpix? Ich möchte das Level wissen. Wenn das Level gut ist, dann wird es gleich in mein Team. Oh, es kommt in mein Team. Es tut mir leid, Akani. Es tut mir einfach leid. Jetzt haben wir ein neues Pokémon. Es tut mir leid, aber... Akani, tschüss. Jetzt kommt hier Vulpix mit. Siehst du die Frau dort hinten in der Ecke, die mit dem Abraham-Schlepptau? Viele Leute munkeln, dass sie eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Ey, sollen wir uns mal was wahrsagen lassen, Leute? Was sollen wir? Hinterher sagt ihr noch so, du wirst es niemals zu den Top 4 schaffen. Gottes Willen. So. Also, wenn ihr wollt, ne, können wir gerne mal machen. Das ist halt einfach so eine Verschwendung von Geld. Haben wir mit dem schon geredet? Wenn ich ein Pokémon hätte, würde ich mich sofort zum Pokémon-Weg aufmachen. Was? Okay, es gibt einen Pokémon-Weg? Das wusste ich gar nicht. Seht ihr, ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Erstmal da hinten den Pokéball holen. Ja, damit. Ich würde jetzt endlich einen Donnerstein finden, Leute. Ich möchte einen Raichu haben. Light möchte sich bitte weiterentwickeln. Ein Sonderbonbon. Ja, moin. Wisst ihr was? Das Sonderbonbon werde ich direkt auf den Kopf hauen. Kleines blödes Glutexo, entwickel dich endlich. Dankeschön. So. Einfach eiskalt das Glutexo zum Leveln verdonnert. Jo, ich wollte nirgends rein, aber okay. Nee, machen wir später. Ich möchte erstmal in der Stadt umherlaufen. Nicht hier hinten irgendwo reinrennen. Ich bin eins zu früh abgebogen. Upsi. Okay. Hallo. Latsch nicht andauernd vor mir rum oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Jo. Aggressiver geht's nicht. Tipps für Trainer. Mega Block schützt im Kampf alle Pokémon im Team vom Senken ihrer Statuswerte. Dieses Item ist Prismania City Einkaufscenter erhältlich. Alles klärchen. Ja, hat doch gerade der Schwanz ziemlich hardcore gewackelt, oder? Nee, doch nicht. Alles klärchen. Quappo ist mein bester Freund. Quappo ist aber auch süß. Es tut mir leid, ich finde Quappo süß. Beziehungsweise nicht süß, sondern cool.
Süß kann man das nicht nennen. Es hat sich aus einem Quapuzzi entwickelt, als ich einen Wasserstein auf es angewendet habe. Okay, das war niedlich. Kumpel, wie kannst du mich sehen? Du hast deine Augen zu. Ich sag ja, Rocco kann Leute sehen mit geschlossenen Augen. Das ist ganz gruselig bei dem. Ich finde Rocco generell gruselig. Es tut mir leid. Oh, hallo. Was für ein Zufall. Was ich hier mache, fragst du? Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Als Arenaleiter lege ich großen Wert darauf, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, weißt du? Mm, genau. Ich bin eben ein Profi. Ein Profi durch und durch. Er hat gesagt, so bin ich eben. Mm. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so. Diesmal bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Marmoria-Cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, du kannst sie haben. Cool, danke. Du verschoss das Item in der Medizintasche. Wenn ich Marmoria-Cracker knabber, kriege ich immer einen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Leute, wir können, glaube ich, jetzt beim Ding jetzt vorbei. Als ob man ihn glaubt, mieser Lügner, Rocco. Ja, Mann. Jeder, der die Serie geschaut hat, weiß, dass er hier einfach nur irgendeinen Girl angemacht hat. Oh, verflixt, ich wollte doch eine Tasse für den Wachmann aufheben. Er sah so durstig aus. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheinst du auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir, immer weiter so. Ja, wir können dem Wachmann jetzt eine Tasse Tee geben. Aber erstmal gehe ich da rein. Auf ins Einkaufscenter. Ist das das Einkaufscenter? Ich weiß es nicht. Okay. Hm. No. Von seinen geliebten Pokémon umgeben zu sein und in aller Ruhe ein Tässchen Tee zu trinken. Das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. No, süß. Das ist Mauzi. Mautz. No, süß. So, dann auf hier hoch. Ist das ein Bürogebäude oder sind wir hier im Einkaufscenter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Bürogebäude. Ich halte ja gerade ein Meeting mit einem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Warum sollte ich mitmachen wollen? Wir könnten jetzt nett sein und unserem Wachmann trinken geben oder erstmal ins Shoppingcenter und einkaufen. Ja, Mann. Erstmal ins Shoppingcenter, shopp mal. Eine Firma, in der man nicht jeden Tag im Anzug antanzen muss, seufz. Das macht mich ganz schön neidisch. Würde ich eine Firma haben, ne? Ich würde alle dazu verdonnern, niemals im Anzug aufzutauchen. Ich schwör's euch. Kommt mir da einer mit einem Anzug an, würde ich den hochkant rausschmeißen. Es tut mir leid, aber nein. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne und nicht zu vergessen Sabrina. Welche Geschichte? Ich bin der Projektleiter. Dir scheint dieses Spiel ja eine Menge Spaß zu machen. Das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex. Sag Bescheid, wenn du ihn vervollständigt hast. Jo, warte, wir sind hier im Entwicklerstudio von Pokémon? Jo, wie geil ist das denn? Ich bin der Programmierer. Ay, moin. Und wenn es ein Katzenanzug ist? Ich bin der Grafiker. Ich war es, der das Design für dich entworfen hat. Du bist also derjenige, der die Augen von deinem Shirt als seine... Naja, okay. Schön, dich zu sehen, Pokémon-Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schon nochmal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Die müssen wir uns merken. Wir merken uns die. Die zu denken war, wenn wir den Dingens-Titel haben. Ihr wisst, was ich mit dem Dingens-Titel meine. Ich, ja. Manchmal kann ich mich nicht gut ausdrücken. Oh, ey. Mein Nacken hat gerade geknackt und jetzt tut er weh. Super. Wundervoll.
Oh, wir machen gleich noch mal eine ganz kurze Pause, Leute. Ey, das Fenster ist schon offen, aber hier ist es verdammt warm drin. Okay, wir gehen jetzt ganz oben aufs Dach noch mal. Und zwar mit dem anderen Eingang. Nein, ich werde nicht sagen, wie der Satz enden soll. Es tut mir leid, aber nein. Never ever. Mm-mm, kannst vergessen. Man muss nur auf das Shirt achten. Jo, ist das hier eine Pokémon-Schule oder was? Es steht zwar auch draußen auf dem Schild, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass in jeder Nintendo Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los, verbinde dich mit deinen Freunden und tausche mit ihm Pokémon, was das Zeug hält. Okay. Knuddler, oh süß. Hab ich Katzen gehört, aber definitiv. Lord Voldy, ich wurde darauf nicht auf... ich habe das nicht von alleine gesehen, ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß noch nicht mehr von wem. Warst du das nicht sogar, der mir das gesagt hat? Ich weiß es nicht. Wer hat mir das nochmal gesagt? So, hier hinten haben wir jetzt alles. Oh, meine Ohren tun schon wieder weh. Nee, das wüsste ich dann. Okay, dann warst du es nicht. Ich muss mal ganz kurz die Kopfhörer ein bisschen absetzen. Das heißt, hier haben wir ganz kurz keinen Sound. Also ich nicht. Ihr schon. Ihr müsst weiter mit dem Sound leben. Was habe ich denn verpasst? War kurz abgelenkt. Es gibt einen Pokémaniac hier. Also nicht den einen Pokémaniac, den wir schon besucht haben. Es gibt hier ganz viele Pokémaniacs. Und die haben ein Shirt an. Nächstes Mal, wenn ich bei einem bin, beziehungsweise gegen einen kämpfe, musst du darauf achten, was die Augen von dem Shirt sein sollen. Du musst darauf mal achten. Ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon-Accessoires oben im 5. Stock des Einkaufscenters. Schau ruhig mal vorbei. Hat die gerade Eigenwerbung gemacht? Brudi. Einfach ohne zu fragen Eigenwerbung machen, ey. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Alter, wie kannst du eigentlich nachts schlafen, wenn das Ding neben dir ist? Lässt sie keine Nasenklammer auf hat. Oh, um Gottes Willen. Wenn es wütend wird, spuckt es giftiges Gas aus. Aber ansonsten ist es total lieb. Es stinkt. Es tut mir leid, aber es stinkt. So, erstmal shoppen gehen. Shopping! Herzlich willkommen im Einkaufscenter von Prismania City. Auf dem Schild hinten an der Wand findest du eine Übersicht zu den einzelnen Stockwerken. Alles klar. Hallo Omi. Ich habe eigentlich keine Einkäufe zu erledigen, aber ich treffe hier immer meine Freunde. Noch süß. Smogon sieht aber auch aus, als ob es gerade in einer anderen Welt ist. Seufz. In einem Einkaufscenter eine Sitzgelegenheit zu finden, ist manchmal das Beste auf der Welt. Wenn du in mein Alter kommst, wirst du verstehen, was ich meine. Du siehst aus wie, keine Ahnung, vielleicht Anfang 30. So vom Gesicht her, von den Haaren eher nicht so, aber... Was hat der zu bemängeln? Ich verstehe ihn. Okay. Du, kaufst mir doch ein paar Accessoires für meine Pokémon, bitte? Aber das vierte Obergeschoss ist so weit oben. Wollen wir nicht einfach wieder gehen? Da gibt's einen Aufzug, Kumpel. Erstmal Trainerabteilung, okay? Erstmal die Trainerabteilung, obwohl, wartet mal. Nein, das ist langweilig. Wir gehen da gleich hin, aber erstmal die erstes. Okay, gut. Erstmal die erstes Wort. Ich bin eine Lady, ich darf das. Alles klärchen, Pia. Tüdelü. Bis später vielleicht. Ach, die Accessoires für Pokémon sind alle so unglaublich reizend. Am liebsten würde ich ja sie ja selber tragen. Okay. Herzlich willkommen. Womit kann ich helfen? Bändchen, Schleifen, Spangen, Blümchen. Bändchen. Ich möchte das erstmal sehen.
Wie sieht das denn aus? Wartet mal. Wartet. Pokémon-Individualisierung. Wartet. Nicht die Frisuren. Bändchen. Okay, wartet mal. Evoli gestalten. Keine Ahnung. Okay, nein, komm. Wir kaufen jetzt einfach ein rotes Bändchen. Ist gekauft. Wir haben genug. Wir werden jetzt einfach von allem etwas kaufen. Und gucken, was am süßesten ist. Und dann werden wir nochmal gucken, welche wir genau kaufen. Schleifen. Wenn dann eine niedliche Schleife. Ja, Mann. Was gekauft. Nein, tu es nicht. Draußen ist es gefährlich. Aber Termin. Okay, aber nicht sterben, ja? Och nee. Heißt das, wir gehen jetzt mit Aki shoppen? Hat wer Sitz und eine Zeitung dafür mitgebracht? Ich gebe mir Mühe. Och Leute. Shoppen ist toll. Aber nur in-game. Tupfenspange. Matrosenspange. Safari-Spange. Wenn dann eine Safari-Spange. Blümchen! Nein! 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 Ich will eine andere Blüme. Blümle. Blümchen. So, wenn dann lila Blümchen. Gib mir die lila Blume. Dankeschön. So, wir gucken jetzt. Evoli. Klamottenkoffer. Mhm. Evoli. Kopfbedeckung. Wo ist da? Ah, hier, Accessoires. Okay. Mhm. Aha. Okay, das sind Bändchen. Das hier sind Schleifen. Spangen. Blümle. Wir nehmen das Blümle. Das ist ja doch schon irgendwie niedlich. Rücken? Was? Ich kann's drehen. Okay. Das hat ein Blümchen am Arsch. Wow, okay. Hier machen wir ein Blümchen hin. Samme Evoli. Okay, Brust. Ja, Mann. Das arme Evoli, Alter. Um Gottes Willen. Unterm Arsch kriegt's das hier. Um Gottes Willen. Das arme Evoli. Oh Gott. Wobei kann ich weiterhelfen? Brillen! Ja, mit der Brille. Kann ich die Brille auch an mir machen? Bitte! Nee, Mann, eine Sonnenbrille brauche ich jetzt echt nicht. Bitte sag mir, dass ich die Brille an mir machen kann. Das wäre voll geil. Das wäre voll super. Bitte. Nein, geht nicht. Schade. Okay, Evoli. Kriegst eine Brille. Nein, du kriegst eine Brille. Okay, aber wisst ihr was? Die Accessoires, die machen wir mal weg, ey. Nee. Die machen wir wirklich weg. Kann ich die nicht wegmachen? Wie kann ich denn die weg... Ah, hier, ablegen. Alles ablegen. Wir machen nur eine Sache hin. Und zwar, damit unser Evoli cool aussieht, diese Safari-Spange oben am Ohr. Let's go. Sieht es nicht cool aus? Ich find's cool.
Juni mit Brille, Alter. Let's go. Es tut mir so leid. Evoli, es tut mir so leid. Das muss. Das ist ein Muss. Es tut mir leid, es ist ein Muss. Nein, es tut dir nicht leid. Du hast so recht, es tut mir eigentlich nicht leid, aber es ist ein Muss, Alter. Ein fucking dicker Hut. Jo. Hier sind weitere Hüte, spezielles. Krönchen. Brudi. Hüte. Sommerhut, süßer Hut, eleganter Hut. Okay, Sommerhut ist safe das helle, süßer Hut ist definitiv das pinke und eleganter Hut das rote. Ich mag keins davon. Okay, dann gehen wir gleich eine Dingens runter. Erstmal die hier ansprechen. Diese Diktahüte sind schon ziemlich eigentümliche Accessoires, aber wenn die wer tragen kann, dann ich. Wirst schon sehen. Modemagazin, ich komme. Okay. Wer als Gentleman etwas auf sich hält, achtet darauf, dass seine Pokémon anständig aussehen. Das verlangt schon die Etikette. Seht euch mal das Evoli an, Alter. Ich bin für das Krönchen, Alter. Ich weiß nicht, gesehen, wie viel das kostet. Das ist. Wir sind jetzt auf dem Dach, oder? Jo, sind wir. Evoli starrt neugierig den Getränkeautomat an. Komm, wenn dann eine Limonade. No. Süß. Okay, Leute. Wir machen mal ganz kurze Pause. Ich muss nämlich auf Toilette.